Bianca Vogel ist eines der Opfer des größten Arzneimittelskandals in Deutschland. 5.000 bis 10.000 Babys wurden weltweit mit schwersten körperlichen Schäden geboren. Aus Kindern wurden längst Erwachsene. Doch wer tritt an die Stelle der Eltern, die Jahrzehnte... Nicht nur das Knochengerüst, sondern auch, ich sag mal, Blutbahnen, die Weichteile, also Niere, Herz, Leber. Manche Teile von uns liegen gar nicht da, wo sie liegen sollen. Dramatisch verschlechtert hat sich die Situation von Bianca Vogel. Noch kann die 51-Jährige als Kindererzieherin arbeiten. Doch wie lange wird sie überhaupt noch ihren Beruf ausüben können? Früher ganztags, heute mittlerweile nur noch einige Stunden vormittags. Schmerzen bestimmen inzwischen ihren Alltag. Jahrelanges Bücken mit Mund und Füßen greifen. Doch anstatt zu jammern, zeigt sie den Kindern einen offenen Umgang mit Behinderung und nimmt die Hilfe der Kleinsten an. Die Kinder erleben natürlich mich, wenn ich keine Arme habe. Und durch dieses tägliche Miteinander erkläre ich natürlich, dass sie mir mal helfen sollen. Weil das sollte auch zu einer Selbstverständlichkeit sein, egal ob man Arme hat oder auch nicht, dass man gegenseitig Rücksicht nimmt. Und da die Kinder sehr offen sind und sehr wissbegierig, ist es für sie nachher gar kein Problem. Rückblende. Was geschah? 3. Oktober 1957. Ein neues Schlafmittel kommt auf den Markt. Ungiftig, gut getestet, fast ohne Nebenwirkungen und, so behauptet Hersteller Grünenthal, ungefährlich für Mutter und Kind. Contergan gibt's ohne Rezept. Selbst für Schwangere gibt es jetzt das Dragée gegen Unruhe und Schlafstörungen. Monate später bricht für hunderte von jungen Eltern eine Welt zusammen. Die Geburt wird zum Trauma. Der Anblick ihres Babys ein Schock. Kinder verstümmelt, verkrüppelte Arme, verkümmerte Nieren, taub mit geschädigten Herzen. Contergan-Kinder. Dennoch haben viele dieser Contergan-Opfer gelernt, aus ihrem Leben das Beste zu machen. So wie Bianca Vogel. Doch auch die ständigen Fehlhaltungen der Gelenke und der Muskulatur machen ihr immer mehr zu schaffen. Also selbstbestimmend leben konnte ich eigentlich noch nie ganz alleine. Also von Geburt an brauchte ich Hilfe, um auf Toilette zu gehen. Brauchte ich Hilfe beim Haare waschen, Haare kämmen. Das ist mir aber damals viel leichter gefallen, weil ich dafür andere Dinge auch eben besser konnte, eine Tasche tragen. All diese Dinge, die fallen jetzt weg. Ich habe Leistungssport gemacht. Das kann ich auch jetzt nicht mehr, weil der Schmerz einfach so stark ist, dass ich auf dem Pferd krampfe und nicht mehr meinen Körper bestimmen kann. Deshalb braucht sie jetzt starke Schmerzmittel. Herz, Halswirbelsäule und Hüfte sind geschädigt. Doch Bianca Vogel ist immer noch eine Kämpferin. Wenn sie nicht mehr arbeiten kann, muss die gelernte Erzieherin in Frührente. Dann reicht das Geld nicht mehr für die notwendige Pflege. Oh, Scheibenkleister. Ich möchte noch so lange wie möglich beweglich sein, solange es auch noch geht. Also der Rollstuhl steht irgendwann mal sowieso vor der Tür.